Hans, was darf das Publikum in der Olympiahalle von dir erwarten? Was die Leute erwarten können von mich, ist eine spektakuläre Show, live von Las Vegas. Mit diesem Show habe ich aufgetreten in Las Vegas. Eigentlich sollte ich für 10 Jahre bleiben in Vegas, aber dann hat Corona angefangen, nach anderthalb Jahr Vegas. Hans Glock ist einfach seit 20 Jahren berühmt, hat die ganze Welt bereist, hat immer die neuesten Illusionen gezeigt und hat immer das Neueste von Neuesten gezeigt. Und deswegen bin ich auch sehr, sehr gespannt, was er in der Olympiahalle zeigen wird. Ja, es ist spektakulär. Geschwindigkeit, Schnelligkeit. Dann sagt Hans Glock, der schnellste Magier der Welt. Schnelligkeit zeichnet ihn aus. Ist das entscheidend bei der Magie? Da bin ich mir nicht ganz so sicher, ob es die Schnelligkeit wirklich ist. Es wirkt immer sehr, sehr schnell und das fasziniert natürlich das Publikum. Ich persönlich liebe es natürlich, wenn ganz langsam sich jemand verwandelt, weil sonst sagt man ja, ich habe es ja nicht mitbekommen, weil es so schnell war. Nur bei Hans Glock ist es einfach sein Markenzeichen und das ist das, was ihn einfach auszeichnet. Das Populärste ist gerade Close-Up Magic, aber das ist natürlich, wenn die Leute so weit weg sind, ist das nicht so einfach zu anschauen, aber dafür habe ich auch eine Lösung. Ich brauche ein LED-Wall. So, ich mache auch mehrere kleinere Sachen, welche ich liebe. Ich mache natürlich noch immer die schwebende Glühlampe, Glühbirne von Harry Blackstone. Ich erzähle ein bisschen über die Geschichte der Magie. Ich erzähle über meine Helden Siegfried und Roy, waren sehr gute Freunde. Letztes Mal, dass Siegfried und Roy zusammen irgendwo waren, war bei meiner Show in Excalibur in Las Vegas. Letztes Mal zusammen. Ja, die beiden sind gestorben und waren natürlich der Superstars der Magie. So, da erzähle ich ein bisschen über ich ehre die Siegfried und Roy. Ja, und alles kann man erwarten, was nicht möglich ist, was übernatürlich aussieht. Aber natürlich, hinter all diesen Kunststücken sind Tricks. So fliegen, zwemen, verschwinden, wieder erscheinen. Ich verschwinde auf der Bühne und eine Sekunde später bin ich in das Publikum. Das geht natürlich nicht. Und ich habe keine Zwillingbrüder. So, eine spektakuläre Show. Was fasziniert uns alle so sehr daran, dass wir uns mit Illusionen und Magie täuschen lassen wollen? Ja, das ist ein Studie, um das. Warum lieben die Leute das? Ja, die wissen natürlich, dass die betrügen werden. Aber wenn man das gut macht, ich bin eigentlich ein legaler Betrüger. Man bezahlt dafür, um betrügen zu werden. Ja, wenn man das gut macht, dann ist das romantisch. Es ist wie ein Vampir, ist auch ein Magier. Es ist eine romantische Person. Ich glaube, dass in jedem Mensch noch ein Kind steckt. Und da kommt einfach an dem Abend kommt das Kind raus und wir haben alle davon geträumt, hinter dem Ohr eine Münze erscheinen zu lassen. Und ich glaube, das ist so unser Kindheitswunsch, zaubern zu können. Und ich glaube, dass wir auch alle zaubern können, jeder auf seine Art und Weise. Zumindest verzaubern. Ja, richtig. Magic, wenn ich anfing, Magie für 43 Jahre, wenn ich damals 10 war, das hat wirklich ein altmodisches Image, Imago. Und gerade sind wir the new Rockstars. Guck mal, Stephen Roy, David Copperfield, Ehrlich Brothers, Topaz, sind so viele gute Magier heute auf Tour. Und wir haben ein riesen Publikum, Familienpublikum, das ist schön, Kinder lieben das, aber auch die älteren Leute. So, es gibt ein Riesenpublikum für eine gute Magie-Show. Wir lieben es, uns täuschen zu lassen und wollen trotzdem wissen, wie macht er das? Wie kann das sein? Ja, das ist natürlich der Sport. Ich sage auch immer, ich habe zwei Sorten Publikum. Den einen, die nur einfach schauen, staunen und genießen und dann den anderen, die nur wissen wollen, wie alles geht. Ich kann mir das vorstellen, weil ich wollte auch immer wissen, wie das funktionierte. Und dann sage ich, den einen wünsche ich einen schönen Abend und den anderen sehr viel Glück. Und manchmal kommen die Leute nach der Show und sagen, ja, eigentlich gehöre ich zum zweiten Gruppe. Ich wollte nur wissen, wie das geht, wie das funktioniert. Aber nach einer Viertelstunde hatte ich etwas
es ist mir egal, ich lasse mich nur überraschen und genieße. So, das habe ich am liebsten natürlich. Aber ich kann mir vorstellen, ich wollte auch immer wissen, wie, noch eben, wenn ich, es gibt viele Kongresse für Magier und ich war für 3 Wochen in Blackpool in England und dann sehe ich auch Sachen, welche ich nicht total 100% verstehen kann. Und das liebe ich auch. Dann denke ich im Bett, ja, wie hat er das gemacht? Ja, schön. Du sagst selbst, es sind Tricks, es sind Illusionen, ja. Aber wenn du tatsächlich etwas verschwinden lassen könntest oder herbeizaubern, was wäre das? Oh, das, dann, wenn ich wirklich die Zauberei, wenn ich wirklich der Magie hat, dann sollte ich, am ersten sollte ich ein Ende machen an den Krieg zwischen der Russland und der Ukraine. Vielleicht lasse ich wenige Präsidenten und Politiker verschwinden und dass es keine Krankheit mehr gibt. Und ja, das sind so viele Sachen nicht in Ordnung in der Welt. Wenn es eine Medication für Krebs gibt, bekommt das so teuer, dass man das nicht bezahlen kann. Das hat alles zu tun mit Copyright. So, dann, wenn ich das wirklich könnte, dann sollte der Welt besser aussehen heute. Zuschauer, hier Hans Klok, wir sehen einander 23. Mai in die Olympiahalle. Bis bald.